Herzlich willkommen zurück. Wir spielen Shin Megami Tensei 5 und wollen endlich, damit ich nicht mehr wegen fehlender Skillleisten rumjammern muss, dahin, um die Schlange zu töten. Schlagen wir ihr den Kopf ab. Ich habe schon auf leicht gestellt, was will er denn schon wieder? So triumphiert besser also über den Dämonenkönig, nur um dann auseinanderzubrechen. Hat er das schon mal gesagt? Ja, das ist alles. Wieso sagt er das nochmal? Wachbirne. Okay. Wir wissen noch, der Typ spawnt die Schlangen immer in uns. Das heißt, es wird wenig angenehm, da jetzt irgendwie hinzukommen. Auf leicht habe ich schon gestellt, ein Grimoire, wir müssen speichern. Ja, ich habe nachgeschaut, die ist nämlich. Wo denn? Die ist immer noch 8 Level über uns, das heißt auf Schwierigkeitsgrad normal wird das einfach nichts. Ja, vorher war es heftig, aber da war die Schlange auch noch 20 Level über unseren Dämonen. Ich bin guter Dinge, dass das jetzt möglich ist. Ich bin gerade noch mal überlegen, ob wir Lamu austauschen. Ist zwar nicht Trefferrate ausweichen gesenkt. Aber dafür hat die Hydra volle Feuerresistenz. Was auch ziemlich gut wäre. Aber ob jetzt Resistenz oder einmal ausweichen, ich glaube, das kommt das gleiche hinaus. Ist nur die Frage, ob sie dann wirklich auch ausweicht, ne? Mal schauen, vielleicht funktioniert es ja, wenn wir hier in Schlangenlinien. Ne, funktioniert nicht. Cool, wir dürfen anfangen. So, 97%. Wenn jetzt die drei zuschlagen, werde ich weg. Sehr gut. Noch eine Hilfe. Hilfe. Oh Gott, Alter. Ja, jetzt darf er anfangen. Juhu. So, was macht er? Sammelt, okay. Ist verschmerzbar. So, wenn wir die Skillleisten haben. Machen wir uns auf die Suche nach Kamael. Theoretisch soll er irgendwo sein. Theoretisch sollte ich auch wissen, wo. Wenn es denn stimmt. Wir brauchen Skills. Du nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Du! Mach mal voll, danke. So, kommen wir jetzt. Endlich, danke. Amte Schlangen. Okay, ich habe vorher noch mal nachgeschaut. Quell der Jugend. Volle HP-Heilung, MP-Gewinn bei Nutzer. Na wow. Ich habe vorher nachgeschaut, welche Schwäche das Vieh hat. Elektro. Ich glaube, es hatte Eis und Feuer als Resistenzen. Das heißt, Lamu kann immer noch mit Dunkelheit zuhauen. Deswegen ziehen wir gleich durch. Aber die erste Runde ist ja sowieso mit Lehm. Ja, komm. Einmal Verteidigungserhöhung muss in der ersten Runde reichen. Dafür haben wir den Lehm direkt zweimal drauf. Und Angriffssenkung durch Yoshitsune. Ja, genau. So, schauen wir mal, was die Brause an Schaden macht. 401, das ist okay. Nein, Verteidigungserhöhung. Das da. Ich denke mal, die Chancen stehen gut, dass wir das überleben und nicht wieder direkt One-Hit sind. Genau, den Zahn nochmal ausschlagen. Und wir schenken ja auch nochmal Brause ein. Wie er sagt. So, ja. Immer getroffen, das ist aber gemein. Aber der Schaden geht noch. Er hätte wenigstens einmal daneben hauen können. Ah, jetzt sammelt er auch noch. Was hat er für ein Problem?
Ehrlich. Mal schauen, wir brauchen Heilung, wir brauchen Verteidigung. Okay, das heißt, sie ist voll ausgeplant. Als erstes würde ich sagen, die Heilung. Du gehst direkt in den Guard. So, du schiebst weiter. Du gehst auch in den Guard. Ja, und du machst hier noch Verteidigung. Das, ne? Genau. Na toll, ausgerechnet sie. Boah, Alter. Wieso trifft denn der immer? Ja, okay. Ist gerade noch gut gegangen. Gerade so noch. Trotzdem heftig. Ich glaube, wir brauchen wieder Leben. Kann das sein? Ja, wir brauchen Leben. So, wir brauchen auch die Angriffssenkung. Mit dem Donner können wir zum Glück eine Aktionsrunde generieren, damit wir nochmal heilen können. Ich hoffe, Isis überlebt das. Das war gut. Das war noch besser. Nee, das war. Hä? Echt? Ist klar. Ich meine, er hat gar nicht viel Beweglichkeit, ne? Hat er nicht. Es läuft nichts aus. Okay, ich würde sagen, wir ziehen noch mal durch. Wir brauchen eine Heilung. Also das Vieh macht trotzdem heftigen Schaden, finde ich. Muss man sagen. Ich glaube, das Beste, was du machen kannst, wäre wahrscheinlich der Durchschlag. Aber wir auf jeden Fall die Brause, das ist dann klar. Also die heilt jetzt besser nochmal. Ja, Mudon. Wir bleiben bei Durchschlag. Wir durchschlagenden Erfolg. Und nochmal eingegossen. So, schauen wir mal. Die ist immer noch nicht halb tot. Das war gut. Das war noch besser. Und das war optimal. Schön. Mal schauen, wir brauchen einmal Verteidigung. Das heißt, die könnte einmal Schaden machen. Der ist noch nicht halb tot. Ich würde sagen, wir geben trotzdem einfach weiter. Damit sie ein bisschen MP spart. So, wir brauchen den Lehm. Wir brauchen den Zahnbrecher. Wir nehmen den Schaden sehr gerne mit. Vor allem, weil es wirklich nur noch wenig MP kostet. 11 MP. Das ist cool. Okay, Verteidigung. Ja, und du. Mach mal weiter. Cool, hat funktioniert. Dann hat er jetzt Tobi. Dass der immer trifft, der hat nicht einmal verfehlt bislang, das ist verrückt. Hat der wirklich so eine hohe Beweglichkeit? Ich kann es mir kaum vorstellen. Wenn auf die Werte habe ich jetzt natürlich nicht geachtet. Hier, wir brauchen einmal Heilung. Sonst läuft nichts aus. Nee, das heißt, Lamu reicht weiter. Könntest eigentlich ruhig noch mal Hass und Tobi machen, würde ich sagen. Das macht noch ganz okay Schaden. Brause auf jeden Fall. Ja, das sieht wieder gut aus.
Du kannst jetzt eigentlich in den Angriff gehen. Dann sparst du auch noch ein bisschen MP. Wir haben 207. Ich glaube, wir können uns auch noch einen Modon leisten. Ja. Ja, noch 107 übrig. 117, das reicht, denke ich. Ich glaube, nach der nächsten kritischen Magatsui-Runde haben wir gewonnen, glaube ich. Wenn es bis dahin so weitergeht, wird's gut. Okay, das beides läuft aus. Ja, Hauptgehauen. Damit wir nochmal dran kommen, reichen die beiden mal weiter. Okay. Nee, ich glaube, sie reicht. Sie kann eigentlich dann auch physisch angreifen. Okay, wir brauchen den Lehm. Und den Zahnbrecher. Ich glaube, nächste Runde können wir den Sack zumachen. Das wird auch sowas von Zeit, ey. Okay, die Leiste ist voll. Er greift weiter ihn an. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, verschmerzbar. Ist jetzt die Frage, ob wir wirklich noch die kritische Runde brauchen. Ich glaube eigentlich gar nicht. Ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Mal schauen. Ja, ich würde sagen, das kriegen wir so hin. Deswegen lassen wir jetzt auch die Verteidigung auslaufen. Ja, super, endlich, endlich! Bitte lass sie dabei sein. So. Dämonische Fähigkeit, göttliche Fähigkeit, jawohl! Allmacht und physischer Meister auch dabei. Das wurde aber sowas von Zeit. Welcher Schaden. Naja, neue Wunder, endlich die richtigen. Wir haben noch 434. Ich hoffe, das reicht. Das ist die göttliche. Wo ist denn die Dämonen? Ist die weiter oben? Da. Ja. Ich glaube, wir haben keine kleinen, zwei kleine Glorienkristalle mehr. Kann das sein? Ich schau mal nach, aber. Ja, notfalls muss unsere halt erstmal warten. Das ist dann auch nicht so dramatisch. Nee, haben wir nicht mehr. Mir ging es ja die ganze Zeit auch nicht um unsere Skillleiste, sondern wirklich um die der Dämonen. Echt. Endlich! Ja! Okay. Dann gehen wir jetzt in die Apotheose und in die Essenzfusion, genau. So, mal schauen. Du brauchst Feuerresistenz. Kriegst du von... Brauchen wir ihn? Da. Hisaka. Mal schauen, Blutwurst ist auch mit dabei. Es gab, glaube ich, noch irgendwen, der Feuerresistenz spendet. Wir gehen das mal kurz durch. Weil ich glaube, hier diese eine Fee brauchte auch noch
Die Feuerresistenz. Titania hieß sie, genau. Ich meine, irgendwer war da noch bei. Stimmt. Der Naga meine ich, ne? Aber. Feuerresistenz da. Ich bin doch hier lang. Warum habe ich das denn nicht gesehen? Aber der hat sonst nichts Brauchbares mit dabei. Wobei. Durchschlag ist gut. Durchschlag ist gut. Könnte wahrscheinlich einen Durchschlag gebrauchen, oder? Meine, irgendwas soll die Hydra noch lernen. Weil wir haben die Wahl zwischen physisch, Feuer und Dunkelheit. Ich meine, eins davon wird ja wohl immer passen, oder? Sollte man meinen. Schauen wir mal weiter. So, ich glaube, sie war's. Genau, sie braucht Feuer. Ist jetzt die Frage, wer mehr von dem Blutdurst profitiert. Schwerer bei einem. Schwerer bei allen. Sie hat nur Elektro als. Okay, das kann wohl weg. Das ist gut. Das wird wohl weg können. Aber sie kann so mit dem Blutdurst, denke ich, wenig anfangen. Ja, ich weiß, er braucht keine Feuerresistenz. Ich wollte nur schauen, was er vielleicht jetzt noch braucht. Mal gucken. Mittlerer bei allen. Vergeltung ist gut. Ja, das auch sowieso. Senkt den Angriff, senkt Trefferrate ausweichen. Ja, er kann den Durchschlagskill gebrauchen. Ich glaube, da haben wir auf das Heilpleroma verzichtet. Kann das sein? Ja, das sieht mir ganz danach aus. Schauen wir da doch als erstes mal nach. Ja, ich glaube, das kam erst einen Ticken später, aber. Sicher, sicher. Mal nachgeguckt. Ich habe bislang noch gar kein Pleroma gesehen. Das kam bestimmt erst so Richtung 40, ne? Ne, Eispleroma, da ist es okay. Feuerkraft, was suchen wir? Heilung. Heilungspleroma. Okay, Parvati hat es. Sie hat auch die Schale der Hygieia. Hat noch jemand das Heilungspleroma? Wäre ja blöd, wenn das nur durch sie vererbbar ist. Jetzt kommen wir langsam auch in den Bereich, wo auch andere Skills einfach wirklich gut werden. Ich habe bislang noch nicht wieder Heilungspleroma gesehen. Da, von Clotho. Schauen wir uns mal die anderen Skills an. Mittlere AP-Heilung bei allen hat sie. Ja, ein Single-Target-Heal könnte sie durchaus noch gebrauchen, würde ich sagen, ne? Da ist auch die Schale bei, okay.
Die Amrita finde ich gut.